In dieser Folge von J und dem Angeln. Ich sag mal, was anderes zum Shot-Rig oder zu anderen Rigs. Ich bin sehr froh, dass der Jonas einen Schirm mitgenommen hat. Alter Falter! Bei dem ist jetzt mal was ganz anderes. Es geht los! Dranbleiben, es lohnt sich. Hi Freunde, herzlich willkommen bei J und dem Angeln. Mein Name ist Jonas, hier oben tropft der Regen. Hinten mir sitzt nochmal ein Jonas und hinter euch der Adahan. Wir sind wieder am Wasser, wollen diesmal tatsächlich gezielter auf Karpfen angeln, zumindest Jonas, hinter mir und ich. Adahan wird es weiterhin mit dem Method Feederkorb probieren, ein paar Weißfische zu überlisten. Er pokert immer noch auf eine dicke Schleie, eine Karausche oder ein paar richtig schöne Rotaugen und Rotfedern. Ihr hört es vielleicht schon durchs Mikrofon, aber das Wetter ist wie immer, wenn wir angeln gehen, wirklich schlecht. Es regnet jetzt schon seit wir aufgebaut haben, beziehungsweise eigentlich schon seit wir uns dafür entschieden haben, dass wir heute losgehen. Aber es hat uns heute nicht aufgehalten. Die Routen liegen mittlerweile schon. Wir haben erstmal alles aufbauen müssen, weil es echt nicht so angenehm ist hier mit dem Regen. Trotzdem haben wir es jetzt unter dem Schirm uns gemütlich gemacht. Die Routen liegen, wie gesagt, und jetzt hoffen wir einfach mal, dass ein Fisch beißt und wir den einen oder anderen vor die Kamera halten dürfen. Ich bin so von uns der faule Angler. Ich muss immer überlegen, was ich mitnehme. Bei mir ist es A und O, die Routen, der Stuhl. Alles andere habe ich mal wieder da gelassen. Meine Abpackmatte liegt auch noch bei einem gewissen Herrn daheim. Mein Kescher, der ist daheim noch am Trocknen. Hätte ich eigentlich auch mitnehmen können. Und ich habe mir gedacht, so schlimm kann es ja gar nicht werden. Habe mir keinen Stuhl mitgenommen, sondern eine gute Regenjacke, bzw. Winterjacke. Habe mich noch unter einen Baum gepflanzt. Also so arg nass dafür, dass es regnet, werde ich glaube ich heute doch nicht. Ja, da hast du einen Stuhl dabei, hast aber keinen Schirm. Ja, nur hat das kein Schirm dabei. Die Jones! Hi, ich bin der Adahan, ich bin auch dabei. Und meine Route zupft schon ein bisschen, ganz leicht. Und wir warten einfach, bis es richtig abzupft. Bis es richtig abzupft? Für unsere heutige Session haben wir uns für einen richtig coolen See entschieden. So um die 4 Hektar groß, mit richtig viel Struktur und ein paar richtig schicken Inseln. Wir hoffen wirklich, dass wir einen der dicken Karpfen ans Band bekommen. Wir wollen unser Glück mit kleinen, auffälligen Ködern versuchen. Gerade Fake-Mais-Ketten haben sich in letzter Zeit wirklich als super Köder herausgestellt. Da Adahan lieber Fiedern wollte, anstatt Karpfen zu angeln, konnte Jonas und ich jeder 2 Routen nutzen, um den See strategisch zu befischen. 2 unserer Routen landeten direkt an einer Insel und die beiden anderen an einer abgestorbenen Baumreihe. Um die Karpfen auf unseren Köder aufmerksam zu machen, beziehungsweise sie aus den überhängenden Bäumen und aus dem Totholz zu locken, fütterten wir erstmal mit dem Wurfrohr einige Hände Boilies an. Beim Anfüttern setzen wir gerne auf verschiedene Durchmesser an Boilies. 15 und 20 mm bieten sich am besten an, dann können sich die Karpfen noch nicht darauf einstellen, nur eine Größe zu fressen. Während Adahan noch ein Rotaugen, eine Rotfeder nach dem anderen rauszog, konnte das Futter wirken und auch die Karpfen haben unseren Platz gefunden. Jetzt sind wir gerade mit dem Adahan noch mitgefiebert, dass er jetzt auch zu seinem Fisch kommt. Und die ganze Zeit eine Route noch angeschaut, da habe ich gedacht, ich habe einen Swinger gesehen, wie er nach oben schießt. War aber doch nicht so, oder war vielleicht auch so. 2 Minuten oder eine Minute später, zack, ist er auch wieder komplett abgelaufen. Ja, jetzt gucken wir mal, was dran ist und zeigen euch dann später, wenn es funktioniert. Geil, Nummer 1. Der ist der schöne Schuppenkarpfen. War auch wieder ein entspannter Drill, sag ich mal, für so einen Karpfen. Ist zwar wieder marschiert wie die Rakete. Na, hat zum Glück gut vom Totholz wegbekommen. Schön ins Freiwasser. Da konnten wir nachher auch mit dem Kescher noch reinholen. Adahan hat wieder einen super Job gemacht. Danke nochmal an Adahan. Danke für seinen Kescher. Hat man wieder meinen Kescher nicht dabei gehabt. Aber hat trotzdem noch alles funktioniert. Jetzt hoffen wir noch, dass die anderen was fangen und euch noch was zeigen können. Irgendwie dieses Jahr zieht es mich eher zum Fake-Mais. Letztes Jahr habe ich öfters eigentlich mit Boilies gefischt oder gerade mit den kleinen gelben Pop-Ups. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, habe sie gefunden gehabt, die schönen gelben Fake-Mais-Körner. Habe mich irgendwie dieses Jahr in die verliebt. Habe sie einfach mal probiert zu fischen. Sind jetzt auch schon ein paar Fische mit denen gelaufen. Gerade in Frankreich habe ich auch viele fangen können.
Und jetzt auch wie hier, schöne Karpfen, Schleie, gerade egal was. Also ich finde Feldmais hat eine Chance verdient. Normalerweise fische ich Feldmais, wo er wegen Auftrieb hat, wo er nachher eigentlich so im Wasser steht. Bei dem ist jetzt mal was ganz anderes. Das liegt einfach neben Haken. Also er sammelt sich dann einfach vom Grund auf und ist nicht über dem Haken, so wie man es normalerweise kennt vom Feldmais. Fischen tue ich hier das Liner-Liner-Rig mit einem Safety-Clip vorne. Das hat mich echt nie im Stich gelassen. Fische ich eigentlich echt sehr gerne. Ist immer was anderes zum Shot-Rig oder zu anderen Rigs. Deswegen, davon bin ich echt überzeugt, ist auch einfach zu binden. Arthur, was machst du da? Der Typ! Yes, der erste Karpfen und dann auch wirklich ein richtig, richtig schöner Fisch. Ich glaube, da konnten wir drei uns wirklich zusammen drüber freuen. Meine Ruten blieben bislang ohne Aktion. Im Gegensatz zu Jonas setzte ich auf einen pink-gelben Pop-Up auf der einen Route und an der anderen Route fischte ich einen neongelben Pop-Up. Eigentlich etwas ganz, ganz anderes als Jonas. Während Jonas sein Köder wirklich auf dem Grund liegt, stehen meine etwas über dem Grund und heben sich so vom Futter ab. Ob das eine Scheuchwirkung haben sollte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich auch schon einen Rig vorbereitet, um im Notfall austauschen zu können. Die Rotfeder, sehr schöne Rotfeder, hat auf Mais gebissen mit dem Method Federkorb. Einfach den Maiskorn mit dem Haken in den Method Federkorb einfach eingesteckt und warten, bis ein Biss kommt. Ich bin sehr froh, dass der Jonas ein Schirm mitgenommen hat, weil es gleich auch richtig abgehen wird. Und es geht jetzt schon sehr ab mit dem Regen. Und ja, dafür bin ich jedem Jonas dankbar. Während meine Ruten wirklich noch ohne Aktion blieben, fing Atahan ein Rotauge und eine Rotfeder nach dem anderen. Bei dem ganzen Regen hatte das natürlich weniger Spaß gemacht, dennoch ließ es sich Atahan nicht nehmen, jedes Mal die Rute wieder neu zu beködern, rauszuwerfen und den nächsten Fisch zu fangen. Boah! Alter, was hab ich denn Biss? Jonas! Alter Falter! Boah! Guck dir mal das Ding an! Freunde, was soll ich sagen? Es regnet immer stärker und der Kollege da hinten, der freut sich gerade richtig, dass er keinen Schirm eingepackt hat. Wir würden ihn ja gerne unter unseren Schirmen sitzen lassen, aber der hat mir letztes Mal das letzte Gummibärchen weggegessen. Deswegen darf er nicht unter den Schirm sitzen. Nee, es ist einfach unter dem kleinen Schirm fast schon zu eng. Atan hat noch ein bisschen Zeug dabei und sitzt auch noch unter dem Schirm, wenn er nicht gerade hier am Rotaugen fangen ist oder Rotfeder fangen ist. Und deswegen ist jetzt alles gerade ein bisschen special blöd. Aber egal, der Jonas wird auf jeden Fall das nächste Mal, wenn so Wetter ist, nicht rauskommen oder einen Schirm mitnehmen. Freunde, was soll ich sagen? Ihr seht, es wird richtig dunkel und richtig laut vermutlich. Der Jonas baut schon alles ab, der hat ohne Schirm einfach keine Chance. Der füttert jetzt gerade noch ein bisschen nach, weil wir die Tage wieder rausgehen wollen. Unglaublich, unglaublich. Es war so gutes Wetter angesagt und jetzt kommt so ein Müllwetter. Also ganz, ganz schlimm. Schreibt mal einen Namen von einem Angelbuddy unten in die Kommentare, wem ihr bei so einem miesen Wetter einen Run gönnt, der dann aber nachher aussteigt. Welchen von euren Angelbuddies würdet ihr bei so einem Wetter gerne drillen sehen, dass aber ohne Fisch da ist? Ich sehe gerade, der Atan hat schon wieder einen Biss. Unglaublich, der fischt hier echt noch durch bei diesem miesen Wetter und fängt tatsächlich noch Rotaugen, Rotfedern. Bei mir hat es mit den Karpfen bisher nicht geklappt. Beim Jonas hat es schon geklappt, aber der baut jetzt ab, der hat seinen Soll erfüllt. Ich glaube, in der nächsten Regenpause ziehen wir auch ab. Aber besser als schlechter Tag am Wasser ist ein guter Tag zu Hause, würde ich mal behaupten. Und zu Hause sind wir nachher trotzdem. Also, viel Spaß euch noch. Ich gehe jetzt ins Olimar. Freunde, was soll ich sagen? Atan hat tatsächlich auch nochmal einen Fisch drauf gekriegt. Er hat die Rute gerade nochmal neu geworfen. Das ging jetzt unglaublich schnell.
Aber jetzt sind wir gespannt, was gleich rauskommt oder was nicht rauskommt. Wir sind gespannt, ob alles hält an Material. Aber wir halten dich auf dem Laufenden, was geht. Sehr schöner Karpfen. Also ich habe neu reingeworfen und gerade 5 Sekunden später lief er ab. Und ja, sehr schönes Ding. Ist ein bisschen kleiner als die anderen, aber trotzdem Fisch ist Fisch. Bam, da war auch meine Rute krumm. Unglaublich. Da hat es sich doch tatsächlich ausgezahlt, dass Atahan die ganze Zeit seinen Futterkorb an meine Karpfenrute geschmissen hat, um bei mir indirekt noch anzufüttern. Yes! Freunde, wegen solchen Tieren sind wir hier. Das war genau der Fisch, den wir fangen wollten, beziehungsweise den ich heute fangen wollte, der Jonas. Jonas hat seinen Freund schon gefangen, bevor er abgebaut hat. Jetzt war die Regenpause da. Und jetzt kam auch ich zu meinem Fisch. Einfach geil. Der Plan ist aufgegangen. Der Köder hat funktioniert. Perfekt, was wollen wir mehr? Einfach spitze. Der Fisch ist versorgt. Hier sieht man nochmal das System. Leadcore, Helisystem, Hinge Stiff Rig. Und ein gelb-pinker Köder war das Mittel zum Erfolg. Ja! Der Jonas Schuster hat den Anfang gemacht. Wir schließen uns jetzt ihm an. Heißt, wir bauen auch ab. Im Endeffekt konnten wir alles fangen, was wir wollten, oder? Ja, eigentlich schon. Also ich habe eine Schleife verpasst und einen Karpfen gefangen. War sehr gut und ein paar Rotfedern. Genau, der Atan, der wollte einfach nur ein bisschen Around angeln, wollte mit der Feederroute ein bisschen alles fangen, was so beißt. Hat tatsächlich noch die Schleie dran gekriegt, bevor wir die Kamera aufgebaut hatten, ist sie leider ausgestiegen. Dafür hat er noch einen Karpfen gefangen. Das hat ihn, glaube ich, sehr gefreut, auch wenn er es nicht zeigen kann. Ich kam auch noch zu meinem Fisch, genauso wie der Jonas. Hat alles gepasst. Rundum abgeschlossener, erfolgreicher Regentag. Deswegen nutzen wir die Regenpause jetzt, bauen ab, fahren nach Hause und sortieren erstmal das Videomaterial. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, einen Daumen nach oben zu geben. Und wenn ihr noch eine coole Videoidee habt, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Bis dahin, wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Ciao.